Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon World Next Order. Ich werde heute trainieren und wir sehen heute die Resultate davon. Okay. So, wir sind mal wieder hier beim Bauarbeiter. Wir können das Kolosseum erweitern, wir könnten aber auch Digimons Haus erweitern. Ich glaube, das klingt für mich derzeit am besten, ne? Machen wir mal. Wer weiß, was wir da bekommen. Yay, es geht los. Ich hab's geschafft. Das zweite Mega ist da. Herkules Kabuterimon. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe mit allem gerechnet, außer mit dem. Weil ich hatte für den überhaupt gar keine Werte. Ich wusste nichts, was ich mit ihm machen sollte. Ja, nice. Okay. Ich denke, somit können wir auf jeden Fall wieder aufbrechen. So gönne ich mir das. So gönne ich mir das. Das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. So. Fähigkeiten sind immer noch dieselben Sachen. Oh, ich könnte Feuer lernen. Oh, ich könnte Feuer lernen. Oh. Ach, je höher sie sind, umso billiger wird das. Ah, das erklärt einiges. So. Mit 9 Tagen kann ich das schon werden. Ja, ich bin glücklich. Wir haben wieder 10-mal Punkte ohne Ende. 9 Stück. Ist jetzt nicht ohne Ende, aber egal. Was machen wir als nächstes? Tragekapazität oder was? Das könnten wir sogar machen. Trainer. Verringert die Erschöpfung durch Training. Ja, ist auch nicht schlecht. Steigert den Effekt von kritischem Treffertraining. Gibt es gar nicht. Haben wir nicht. Okay, das heißt, wir müssen das hier als nächstes machen. Und dann kommt das hier. Sehr schön. Ja, kann man machen später. Ach, wir wollten das hier noch. Ach, stimmt. Ja, aber das ist auch nicht so verkehrt. Als nächstes machen wir dann das mit 15 Punkten. Okay, merke ich mir. Das muss ich mir jetzt merken. Gut, wir haben unser Herkules Kabuterimon. Wir können wieder losziehen. Und gucken, dass wir irgendwas reißen. Tja, ich habe es geschafft. Ich habe meine ersten beiden Megas. Ah, ich musste das auch hinkriegen, weil sonst wäre meine Trainingsmethode für den Arsch gewesen. Ich brauche das unbedingt, dass einer mindestens auf der letzten Stufe ist. Das heißt, meine nächsten Digimon werden noch heftiger, Freunde. Noch heftiger. Das Problem ist, ich muss jetzt den ganzen Weg hier durchlaufen und Rosemon ist nicht gerade begeistert davon. Ja, wir laufen schon weiter, Rosemon. Mach dir keine Sorgen. Allerdings. Wir müssen eigentlich... Nein, wir laufen zurück. Wir müssen eine Sache noch machen. Leider. Wir fliegen gleich das nächste Mal hin. Wir fliegen einfach hin. So, und zwar... müssen wir einmal ganz kurz zum Landwirtschaftsfeld. Ich will was Neues anpflanzen, und zwar Fleisch. Fleisch. Genau. Wie viel Fleisch habe ich derzeit? Wir kriegen jetzt 16 Fleisch. Ich habe 17 Fleisch. Ah, das passt. Perfekt. Gut. Weil wir möchten den Typen ja auch mitnehmen, ne? Das ist ganz klar. Und deswegen fliegen wir mal Richtung Trainingsraum und werden da noch ein bisschen Zeit verbringen. So. Are you ready? Am besten wir trainieren alle nochmal AP. Kann nicht schaden, ein bisschen mehr Leben zu haben. Fast 30.000 Leben. Nice. Okay. Ich würde euch mit allem außer Fleisch, glaube ich, ne? Ja, ist, glaube ich, besser. Weißt du was? Regi, ich gebe dir nochmal ganz viel davon, damit du Disziplin ohne Ende kriegst. So, vollständig gefüllt. Du kriegst ein paar Lachäpfel. It's chow time, it's chow time. Okay. Stay focused. Take this seriously. Oh, so viel Leben, Freunde, so viel Leben. Guckt's euch an. Oh, ist das schön. So, Schlafenszeit. Hey. Sleep tight.
Was machst du hier eigentlich? Yokoibura ist total in seine Spezialtraining vertieft. Achso. Ja, ihr kriegt ja gleich was zu essen. Jetzt jammert mal nicht rum. Muss erstmal gleich gucken, wie viel ich habe und dann kann ich euch was geben. So, Landwirtschaftsfelder. Okay, jetzt kann ich euch Essen geben. Ihr esst dreimal am Tag, das macht 4, 8, 12. Ihr könnt maximal 12. Ah, oh, das passt schon, das passt schon. So, zweimal kann ich sie noch füttern und dann haben wir auch kein Fleisch mehr. Oh, es macht nichts. Wir gehen und fliegen jetzt mal rüber, das ist mir jetzt hier zu blöd. Viel zu blöd. Wo haben wir denn Sender? Machen wir ausnahmsweise mal. Das ist wahrscheinlich sehr teuer da hinten hin. Knochengesort, Defekt-Ex-Maschine und Higo-Einöde. Moment. Wo haben wir das? Ich komme hier nicht zurecht. Ich komme hier nicht zurecht. Schatzsucher, Börse, Restaurant, Krankenhaus. Die Gefahrenzonen für Reggie sind immer noch das Knochenresort. Okay, dann gehen wir halt nicht ins Knochenresort. Ist halt so. Dann gehen wir mal dahin. So teuer. Einfach so teuer. Ich kann es mir eigentlich gar nicht leisten. Ist immer ärgerlich, wenn man so viel zu bezahlen muss. Jetzt sind wir wenigstens hier. Gehen wir mal in Rosemonts Palast, ne? Beziehungsweise holen uns erstmal dieses komische Go-Bon. Ja, ich weiß, ihr mögt euch nicht. Auch wenn es schon besser geworden ist. Übrigens, beim Herkules Kabuterimon haben Siege gefehlt. Oder war es Disziplin? Disziplin oder Siege? Ich habe beides hochgepusht. Oder Ende. Und dann hat es funktioniert. Bin begeistert. Mal gucken, ob sie jetzt wirklich so stark sind. Ich meine, wir haben jetzt fast 30.000 Leben. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. 30.000 Leben. Im alten Digimon-Spiel wären es 3.000 gewesen. Ich weiß, das ist jetzt nicht so viel. Das ist alles ein bisschen seltsam skaliert geworden, dieses Spiel. Aber naja, eines Tages kriegen wir alles auf 1 Milliarde oder was weiß ich. Es gibt übrigens eine Methode, die Digimon auf 99 Tage Lebensdauer zu erweitern, aber erst nach dem Spiel. Ich werde sowas nicht machen. Das würde mir keinen Spaß machen. Dann würde das ganze Trainings und so weiter umsonst sein. Du willst eine Rechnung zu? Oh nein. Aber das Timing könnte nicht besser sein, bitte hilf mir. Schon wieder? Schon wieder? Oh, das letzte Mal war schon knapp genug. Naja, das muss klappen. Na komm, mach dein Ulti. Vielleicht wird es ja diesmal leichter. Gigaschlag! Holy shit. Ja, das hat gezeckt. Ich sehe nichts. Aber 43 DP-Punkte ist schon nicht schlecht. Ich kann es bei Rosemont einfach nicht einschätzen. Das ist echt problematisch. Immer wir verlieren kaum Leben. Guckt es euch an. Wir verlieren kaum Leben. Komm, machen wir es einfach. Wolltest du nicht deine Ulti machen? Sie hat ihre Ulti nicht gemacht. LOL. Sie hat ja alle ihre Befehlskraft wieder verloren.
Aber ich muss schon sagen, Regi baut richtig schnell Befehlskraft auf. Ey, die haben es aber richtig bekommen. Okay, scheint alles ein bisschen leichter zu sein. Muss ich die jetzt jedes Mal besiegen, wenn ich herkommen möchte? Ich hoffe ja nicht. Ach, da ist der Höhleneingang. Den sehe ich jetzt erst. Bringen wir 20 Fleischbrocken. Bitte beeil dich. Fleischbrocken. Ach, du. Toll, danke. Ich habe die kleinen Fleischstückchen gezüchtet. Ja, gut. Muss ich bei den nächsten Digimon machen. Tyrannomon, ich will nichts von dir. Verzieh dich. Du, zurück. Finden, Bruder gefunden. Dein Bruder war im Tunnel, dein Bruder war hinten in der Burg. Hey, du toll. Hey, hier, Geschenk für dich. Fleischwürfel. Du, kommen wieder, ich glücklich. Warte mal. Da waren ja noch andere Optionen mit Tunnel. Tunnel und Friedhof, ne? Dann schauen wir uns da mal um. Ihr müsstet jetzt zu Recht Angst vor mir haben. Schauen wir mal in den Tunnel. Jetzt muss ich ihn mehrmals finden. Nee, ich fasse es nicht. Was will denn dieses Tyrannomon von mir? Was hast du für ein Problem, Kleiner? Ich will hier durch. Warte mal kurz. Du weißt, wer ich bin und machst trotzdem, was du willst? Mit der Einstellung kommst du hier nicht lange durch. Kumpel, hier gibt's Regeln und die werden eingehalten, klar? Du tust so, als ob dich das alles nicht angeht. Komm schon, ich habe noch nie von einem ahnungsloseren Mon gehört. Na schön, Klartext. Mit Regel meine ich, dass du mir, dem Boss dieses Tunnels, einen Fleischbeweis liefern musst. Was? Du weißt nicht, was ein Fleischbeweis ist? Das heißt, dass du mir 20 beste Fleischstücke besorgen musst. Auf den Punkt gebraten. 20 beste Fleischstücke. Okay. Habe ich die vielleicht jetzt schon dabei? Habe ich vielleicht Glück? Vielleicht überlegst du es ja dann nochmal anders und bringst mir meinen Fleischbeweis. Hör zu. Träumen auf und bringen mir was? Auf zu träumen wahrscheinlich. Was habe ich denn derzeit? Ah, ich habe einfach nur Fleisch. Dann haben wir Fleischwürfel. Und ja. Toll, ne? Na gut. Na gut. Das ist ein bisschen bitter. Bitte sei so nett und fass mich nicht an. Das ist nett. Das ist wirklich äußerst nett. So, jetzt muss ich das komische Fake-Gabumon erstmal finden. Oh. Okay. Der könnte hier sein. Nope, ist er nicht. Ja, gehen wir zu Rosemonds Palast. Wir lassen uns da ehrlich gesagt Zeit. Es sei denn, oh, bitte sei nicht da oben, bitte sei nicht da oben. Ach, hier ist es sowieso nicht, ne? Man muss bei Rosemond gucken. Er ist höchstwahrscheinlich beim Palast wieder. Ah, höchstwahrscheinlich. Oh, das könnte mich jetzt schon ankotzen, ne? Piez. Okay, müssen wir nochmal die Truppe besiegen, ey. Ah, ich kotze gleich. Gut, gehen wir erstmal in den Palast und gucken, was wir da so anrichten können. Ich hoffe, da können wir irgendwas Schönes machen. Bin ich zu viel geliefert? Dann haben wir zwar zwei Vegas, mit denen wir nichts anfangen können. Klasse Aktion. Ah, die haben Angst vor mir, das ist gut. Ich hab wohl zu viel Leben. Aber ich muss sagen, ich glaube, er hat knapp 5000 Leben dazu bekommen durch die Entwicklung, ne? Das ist schon echt krass.
So, fürchtet mich und meine Existenz. Vielleicht können wir jetzt mit dem Garurumon reden. Hm. Es ist gefährlich hier. Das heißt wohl, ich sollte mal zeigen, was ich kann. Ich bin hier auf einer geheimen Mission. Kommen wir bitte nicht in die Quere, okay? Okay, dann halt nicht. Okay, now. Ja, ihr könnt jetzt wieder essen, was ihr wollt. Wie, das war's schon? Wow. Ich bin begeistert. Okay, gehen wir rein. Die meisten müssten jetzt sowieso Angst hier vor uns haben. Ich muss nur das Wortband platt machen. Das hat auch Angst vor mir. LOL. Ja, Rosenpalast. Wie geht's euch? Ihr seid voll ausgeruht, okay. Die haben Angst vor mir. Ah! Hallo, ich habe auch einen Mega-Kabuterimon. Oder ein cooles Kabuterimon, besser gesagt. Ich werde, ich muss gegen den kämpfen. Okay, links und rechts ist nichts. Ich bin es, Herkules Kabuterimon! Niemand darf weiter als bis hierher. Hinfort mit dir! Echt jetzt? Ist ja ein bisschen lame. Ich wäre auch pissig. Verstehe das einer. Na komm, nicht weiter. Na gut, gehen wir ein Gebiet weiter und gucken, ob wir da irgendwas Schickes finden. Ich vermute übrigens, dass der da oben rechts ist. Nee, da unten ist er nicht. Er ist nicht da unten. Ja gut, dann nicht. Und zum Knochenreservoir möchte ich auch nicht, weil es Regi nicht gut tut. Das ist echt bitter. Oh, bist du ein neuer Rekrut? So würdevoll, ja, bla bla. Ja, ich kann da sowieso nicht rein. Oh, so ein Scheiß. Was ist los? Weißt du, bis vor kurzem habe ich noch köstliche Gemüse auf den Feldern von Dornplatz gezüchtet. Aber der Idiot Wegemon hat sich alle Gemüsefelder geschnappt, um sich bei Lady Rosemon einzuschleimen. Seitdem haben wir anderen so wenig zu essen, es ist schrecklich. Wenn wir zur Fleischtruppe überlaufen, würde das Lady Rosemon schaden. Aber so verhungern wir noch. Jemand muss Wegemon eine Lektion erteilen und ihm diese Felder abnehmen. Bitte, du musst das für uns tun. Okay, cool. Finde ich gut. Er ist zwar ein Red Wegemon und das wird wahrscheinlich sehr, sehr wehtun. Aber was willst du machen? Ne, das war ein normales Wegemon, ne? Trotzdem ist ein Red Wegemon davor. Ich schleich mich vorbei. Was willst du, Mann? Bist du hier, um Gemüse vom Feld zu klauen? Die sind was Besonderes, Mann. Das Gemüse hier wird für Lady Rosemon persönlich gezüchtet. Da hat jemand wie du nichts verloren. Verstanden? Dann zisch ab, bevor etwas setzt. Monopole auf Gemüse sind nicht in Ordnung. Das Gemüse auf den Feldern ist für Lady Rosemon alleine. Mir wurde verboten, sie an irgendjemand anderen auszugeben. Dann werden wir das klären müssen. In einem Battle Royale. Ich kann es bei Rosemon einfach nicht planen. Das geht einfach nicht. Ja, dann mach ich lieber Herkules Kommentarebord. Was ist denn los? Der ist sowas von über, alter Schwede. Gigaschlag. Oh Mann, ich glaub's nicht. Das ist so lächerlich. Ich ertrage das nicht mehr. Ich dachte, das Monopol auf die Felder und die
Gunst von Rosemont würden mir ein gutes Leben einbringen. Aber das ist es nicht wert. Naja, ich schaue mir mal vielleicht mal an, was so in der Stadt abgeht. Ja! Ja, komm in die Stadt! Ha, genau. Und jetzt kommt Dilimon nämlich auch in die Stadt. Wir kommen voran. Hey, du, und irgendwann ist die ganze Fleischtruppe einfach bei mir in der Stadt und freut sich einen Keks. Hurra, du hast Vegemon gezeigt, wer hier der Boss ist. Jetzt kriegen alle wieder ihre Portion köstliches Gemüse. Aber nun, da wir wieder mit der Fleischtruppe kämpfen, weißt du, ich habe nachgedacht. Wenn ich mit dir verbündet bin, endet der Kampf sicher früher, oder? Daher will ich dir von der Stadt aus helfen. Ah, cool. Na gut, gehen wir erstmal weiter. Oder wir sprechen nochmal mit ihm. Vielleicht hat er gesehen, was ich hier mache und denkt sich einfach, jo, cool, ich komme auch in die Stadt. Es ist gefährlich hier, bla bla, okay. Na gut, gehen wir weiter. Gehen wir einfach einen Schritt weiter. Und wenn, dann müssen wir uns halt mit Medizin vollstopfen und ins Knochenresort gehen. Aber da sind sie 31, ne? Ja. Und für Weigmann brauche ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr Leben. Das habe ich gehört, es glitzert hier. Nice one. Ich weiß nicht, wie kann ich euch denn eine Bindung geben? Ich glaube, ich muss mehr auf Bindung gehen mit meinen Zehmerpunkten, früher oder später. Damit das irgendwie mal funktioniert. Defekt Ex Machina. Okay. Nein, das letzte Mal, als ich hier war, wart ihr beiden noch nicht da. Nein, mit euch kämpfe ich bestimmt nicht. Nein, 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 das könnt ihr knicken. Ich weiß ganz genau, wer ihr seid. Ihr seid die Banditen. Früher oder später komme ich wieder, aber dreimal hintereinander werde ich gegen euch nicht schaffen. Einmal vielleicht, aber nicht dreimal. Warum die da auf dem Haufen sind, weiß ich auch nicht. Ganz seltsame Kollegen. Aber auf welchem Level seid ihr denn so? 36, ach du Scheiße. Naja, vielleicht finden wir hier irgendjemanden noch. Toy Agumon, 37. Was bist du denn für einer? Mamimon? Ach ja, Max von mir, die Toy Agumon. Rede nicht mit mir, ich weiß nicht, wer du bist, aber dir wird etwas zustoßen. Bist du mich auch, du Scheißkerl? Hier gibt's irgendwie nichts weiter. Dann müssen wir ins Knochenland. Hilft alles nichts. Zur Blumenbeetinsel. Okay. Ich muss anscheinend stark genug sein, um die fertig zu machen. Sonst hätten sie keine Angst vor mir. Okay, wir mal hier hin. Hallo, Gartmann. Ich kann mich nicht bewegen. Bitte hilf mir. Mein Hüftzahnkran Nummer 3 ist kaputt und nun kann ich nicht gehen. Achtung, Achtung, mein wichtiges Bauteil ist defekt und nun kann ich mich nicht bewegen. Ich brauche ein bestimmtes Teil, um mich reparieren zu können. Bring es zu mir, bitte. Erledigt. Ich brauche ein Hagaru-Zahnrad für meine Reparatur. Hagarumon besitzt dieses Bauteil. Hagarumon ist im Kontrollraum der Defekt-Ex-Maschine. Beeilung, ich habe eine Aufgabe. Verzieh dich, Kleiner. Ganz ehrlich. Grüninsel. Aber was ist denn hier? Ist doch auch was. Ich komm da nicht rüber. Ist ja lol.
Warum komme ich hier nicht rüber? Ich brauche die Brücke von unten. Ach, die Brücke muss hochgefahren werden. Wie fahre ich denn die Brücke hoch? Oh, Kirschen. Huch. Hoppala. Ja, das sieht ja gar nicht mal so schlecht aus gegen ihn. Das können wir durchziehen. Das heißt, im Knochenreservoir müssten wir auch vorankommen. Na komm, tötet ihn einfach so. Großer Heilungsdisk, nice. Ah, oh, habt ihr gut gemacht. Nur leider bringt es mir jetzt nichts mehr. Ab diesem Punkt kriegen sie halt nichts, irgendwie keine Informationen oder so, von daher bringt das nicht viel. Aber ist auch mal entspannt. Keinen Stress haben zu müssen wegen irgendwelchen Digitationen. Okay, ich muss da irgendwie rein. Ich muss das Ding irgendwie starten. Vielleicht kann ich ja den Kleinen hier fragen. Was anderes fällt mir sonst nicht ein. Rede nicht mit mir. Na gut, dann fick dich ins Knie, Kleiner, Alter. Fick dich ins Knie. Ja, tut mir leid, aber das war mein erster Gedanke dabei. Ich frage mich, wie ich den Scheiß runter hoch tue, die Brücke. Ich wette, die beiden können es mir sagen. Und sie werden sich immer weiter entwickeln, die Schweine. Ich werde bald gegen ihre Megaform antreten. So, Mist. Wie sie Angst vor mir haben. Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich die Brücke hochlasse. Ja gut, werden wir wahrscheinlich früher oder später herausfinden. Gehen wir erstmal ins Reservoir. Ich würde gerne essen, ja, das darfst du auch. Was ist ja immer noch, ja. Zum Glück mussten sie gerade nicht auf Klo. Okay. Für Gartmo muss ich da erstmal reinkommen. Bullshit. Und ich komme auch nicht zu Rosemon. Das kriegen wir wahrscheinlich alles erst nach dem nächsten Maschinendramon. Und dafür müssen wir die anderen einsammeln. Bullshit. Aber wir haben erstmal zwei. Gut, wir gehen jetzt ins Knochenreservoir und schauen uns da mal ein bisschen um. Ich weiß, Regi wird krank. Wir haben einmal Medizin dabei. Zweitmal müssten wir zurück. Es ist tatsächlich, ich habe Mega bekommen und plötzlich haben sie alle Angst vor mir. Interessant. Gut. Wir brauchen unbedingt ganz viel Fleisch. Oh. Wir brauchen die Maschine in Rosemonds Palast. Cool, ja. Kommen wir nicht rein. Und das Einzige, was wir haben, ist halt das Knochenresort, wo wir noch rumlaufen können. Und das ist verdammt gefährlich. Naja. Ich würde gerne da runter gehen. Wie kommen wir da runter? Ja, wir werden diesen Weg hier ablaufen, okay. Hier irgendwo muss das Ding für Patamon noch sein. Lass uns mal überraschen von den Digimon, die rumlaufen. Also Greymon dürfte ich auch hinkriegen. Ohne Probleme. Wenn er alleine ist. Auch wenn er nur ein verdammter Champion ist und ich zwei Megas habe. Aber reden wir nicht drüber. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir haben heute sehr viel geschafft. Wir haben Herkules Kabuterimon für Regi gemacht. Und dann sehen wir uns morgen zu einer neuen Folge wieder, wenn es dann wieder heißt, wir sammeln Digimon. Haut rein, euer Zero. Tschüss. Und wenn euch die Folge gefallen hat, einen Daumen nach oben würde mir echt gefallen. Ciao.